Oh, dann seht ihr nichts drin. Das ist mal was Neues, dieser Kleiderschrank im Bad. Macht auch irgendwie wenig Sinn, wenn man das mal so betrachtet, aber gut. Muss ja nicht immer alles Sinn machen. Mal gucken, wo der nächste Zombie hier wartet. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es hier ganz oft Maismehl gibt. Das, was früher echt, sag mal, verpönt war, also das habe ich eigentlich nie genutzt, wird jetzt zum Grundnahrungsmittel, sage ich mal, ne? Weil man es einfach aufgrund der Mechanik nicht mehr anders kochen kann aktuell. Ich habe zwar dann Fleisch und Eier, aber meine schönen. Wie sagt man? Eier mit Speck ist nicht mehr. Leider. Ich glaube, die will mir wer Hallo sagen. War einige, die mir Hallo sagen wollen. Der krabbelt hier gleich schon durch. Ne, so viel zu der Mechanik. Oder auch so. Au. Mein Klingelbeutel. So, aufpassen. Der Typ knallt einen sonst gleich hier unten die Füße weg. Boah. Eieiei. Jetzt wird das aber hier eine enge Geschichte. Puh. Jawohl. Noch irgendwer ohne Fahrschein? Ah, den haben wir wach gemacht. Okay, Puls, Puls. Blutdruck. Bin ich. Easy. Das ohne eine Waffe zu verwenden. Knüppel ist ja jetzt keine Waffe, ne? Kommst du da raus? Da ist ja noch einer. Der Trick im Fußboden. So, wo ist denn hier? Ah, ja, der geile Stuff. Okay. Haha. Lustig, ich habe die durch die Tür getroffen. Kuckuck. Das war ja easy. Also hat schon was, ne? Diese Spielmechanik ist mal so was ganz anderes. Handtasche nehmen wir. Auch noch ein bisschen was mit. Ich bin dann wohl leicht überladen, würde ich mal sagen. Finde mehr Munition. Das ist natürlich richtig Gold wert. Vorschlaghammer. Auch cool. Was zu trinken. Perfekt. Was zu essen. Kann auch nicht schaden. Ja, läuft, würde ich sagen. Holzstuhl. Ich wollte mal ausprobieren, ob man die wieder als Verbrennungsmaterial nutzen kann. Von daher lasse ich die ausnahmsweise mal. Ich traue mich hier irgendwie überhaupt nicht, die Bilder kaputt zu machen. Früher war es so klopp, finde ich. Aber jetzt ist so, ja, okay. So, ich glaube, ich habe das Wichtigste irgendwie bekommen. Die Tür ist noch zu. Wichtig. Nee, das wird die gewesen sein. Ja, dann war es das wohl. Dann können wir doch direkt raus und die Quest starten, wenn ich da nicht mehr überladen bin.
Aber immerhin habe ich mein Nahrungsproblem lösen können. Das ist auch schon mal was. Boah, ein Huhn. Also eigentlich habe ich ja keinen Platz dafür, ne? So eigentlich. Aber ich kann dir nicht widerstehen. Mann. Nee. Ach komm, beim nächsten Mal. Krieg dich noch. Ich habe ja gerade was gegessen. Dein Glück. Packen wir mal ein paar Sachen hier rein. Und was nehmen wir noch? Tim, tim, tim. Das da. So, nur noch eine einmal überladen. Das ist ja fast gar nichts. Und schon hat sich das geändert. Auf geht's. Nur eins. Manchmal sind die trotzdem noch dahinter, aber hab ich dieses Mal Glück? Dafür steht da unten jetzt keiner. Weiß noch nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Boah, das war ja wohl fies. Das war oberfies. Wusste genau und dann spawnst du nachträglich. Das ist ja wohl ungeheuerlich hier. Sowas macht man nicht. So, und du, Troller, weißt nicht so richtig wohin oder was? Au! Naja, man muss manchmal ein paar Risiken eingehen. Sonst kommt man ja hier nie zu Potte. Was haben wir denn da Schönes? Fertigung von Schrotflinten. Perfekt. Ist ja nicht so, dass ich schon eine Schrotflinte Klasse 2 habe, aber die sind ja nicht so anspruchsvoll. Hallo. Eine Kartoffel. Okay, die haben, man findet echt nicht mehr so viel Nahrung wie früher, muss ich echt sagen. Medizinische Handwerks, das ist auch prima. Schade eigentlich. Weißt du was? Ich kann es mir leisten. Bitte was? Ihr seid ja zwei Spezies hier. Ha. So macht man das. Thema erledigt. Habe ich die Stühle noch? Ich die Scrappe, müsste ich Holz rauskriegen, ja. So, ein Stein, Pfeil kannst du mir wiedergeben. Medizin. Oh, medizinische. Ich würde gerne so ein Okay, ist der Ausgang. Wie heißt es? Ah, verstehe. Eine Bandage herstellen können. Haha.
Ich hab's genau gewusst. Aber nicht mit mir. Nein, nein. Schade. Da ist jetzt nichts Cooles dabei. Mehr Schaden an Hirschen kann man auch mal mitnehmen. Und hier noch ein bisschen. Ist okay. Aber ich meine, ich habe schon was. Genau. Also ja, das kann man verkaufen, aber ist jetzt auch nicht die Welt. Okay, säubere das Gebiet. Das heißt, hier ist noch wer. Nee, ich habe alle. Okay. Nicht so schnell. Dann kann ich ja zurück, wenn ich alles hab. Dieses olle Huhn, ey. Das ärgert mich. Da ist mein Zuhause. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich die Sachen mal eben darüber bringe und dann zum Trader gehe. Fähigkeit von Bögen. Perfekt. Ich kann eine Stufe 2 machen. Ich und mal nur eben kurz rübergehen. Man sieht ja, wo das endet. Da mein Haus? Sieht so anders aus. Ah, da drüben tatsächlich. Ich wollte ja nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass man da was mitnehmen könnte. 10. Oh, ey, ganz ehrlich. Dafür kann ich das auch einfach mit reinpacken. Gab es hier nicht einen Seiteneingang? Nee. Die hat den noch nicht gemacht. Weißt du was? Ich packe die Sachen einfach nur so hier hin. Motorwerkzeug, Stahlspeerteile. Ja. Für später mal. So, finde ich okay. Trader, Trader, Trader ist da. Auf geht's. Zacki, zacki. Ich schaffe es zumindest noch, die nächste anzunehmen. Wahrscheinlich nicht mehr ganz zu beginnen, aber vielleicht schaffe ich es ja bis dahin. Die Zeit vergeht einfach immer wie im Flug. Ist viel zu kurz. Normalerweise spiele ich eigentlich immer 1,5 Stunden. Da hat man viel mehr davon. Zieht sich natürlich aber auch alles. Aber man hat durchaus ein bisschen mehr Zeit zum Looten. Und das ist ja hier echt meine Lieblingsbeschäftigung. Neben dem Zombie-Gemetzel natürlich. So, was geht? Schrotflinte oder Schießpulver? Ja, komm, Schrotflinte. Hast du denn noch irgendwelche Aufgaben? Beseitige Zombies. Red. Nehmen wir das. Und ich wollte noch was loswerden. Nee, das nicht. Das auch auf gar keinen Fall. Aber das da. Cool finde ich jetzt auch, dass er sofort alles mit einem Mal verkauft und nicht sagt, oh, hier nur ein Stück oder so. Fetzt schon. Eigentlich war das gerade überhaupt nicht gut, dass ich Benzinkanister verkauft habe, weil jetzt kann ich mir dann weniger Molotows bauen. Aber gut, da finde ich auch noch genug. War ich da nicht gerade? Ich meine doch, hier war ich doch gerade. Nee. Nee, obwohl, naja, vielleicht, doch, aber unten nicht, ich glaube, ich war nur oben, also anders, oben nicht, ich glaube, genau, hier ist nichts drin, da auch nicht, das heißt, ich kann das Haus looten. Natürlich ist es verschlossen, weil man unten rein soll. Ist ja klar, komm. Wir haben keine Zeit.
hätte man ja nicht mal die Möglichkeit, sich hier anzuschleichen, ey. Und dann nur Papier. Sorry, aber ich habe jetzt keine Zeit, weil es ist schon 20 Uhr und ich muss das Haus noch vorher schaffen. Also muss ich jetzt einen Gang zulegen. Vielleicht finde ich ja sogar was Tolles. Hallo. So viel zum Thema Anschleichen. Das ist hier heute mal irgendwie so gar nicht möglich. Portemonnaies habe ich hier tatsächlich auch nicht mehr so wirklich gefunden. Diese kleinen weißen Dinger. Wahrscheinlich wurden die durch die Handtasche oder so ersetzt. Hallo. Geheimversteck. Für die, die es noch nicht kannten. Früher ging es hier mal weiter. Meine ich. Ich bin leicht überladen. Gucken wir mal, dass wir das etwas reduzieren können. Schwarz, komm. Das können wir direkt mal hier in irgendeine Klamotte packen. Schwarz geht immer. Das können wir noch lesen. Ist schon mal nicht mehr ganz so schlimm. Hier war irgendwo einer. Dahinter. Wusste ich doch. So, halten wollen. Fertig werden. Zacki. Kühlschrank. Jawoll! Das hat doch mal hingehauen. Da wer? Nö. Da auch wer? Nee. Die bösen Dinger sind da drin. Da sind tatsächlich einige drin. Aber ich schaff das noch. Oh, Rezepte. Sammelwerkzeuge. Ernte. Und das da, was ich eh nie nutze. Boah, das sieht fast schon viel zu schön aus, um es kaputt zu machen. Die Pflanze ist auf jeden Fall auch neu. Ja, da. So, Reparatur. Wie, keiner drin? Sehr, sehr verdächtig. Nummer eins. Nummer zwei. Und jetzt würde ich mal sagen, auf ins Getümmel, ne? Da hinten sind die alle. Ich schaff das, es ist 21 Uhr. Nummer 1, hier müsste noch einer hinter sein und dahinter auf jeden Fall. Okay, da ist schon mal keiner. Oh nee, so war das. Ich muss mich in diesen ollen blöden Raum da rein verlassen. Gleich ist Nacht. Oh, ich will das nicht. Ja. Das war so klar. Klar wie Kloßbrühe.
Das stinkt förmlich. Wir schaffen das. Auf geht's. Und der dann noch. Easy. Ah, das war aufregend. Hier haben wir noch was. Ist ja nicht so, dass ich noch irgendwie nach Hause müsste, ne? Also. Oh, ein geiles Zeug zu essen. Super, und es ist 22 Uhr und ich bin hier in so einem Gebäude. Läuft ja hier bei mir. Ich habe keine Dietriche, ist klar. Früher konnte man einfach draufhämmern. Ach gut, kann man heute immer noch. Macht auch gar keinen Lärm. Tresore sehen jetzt auch noch mal schick aus. So vom Nahen haben die sich grafisch gesehen schon echt Mühe gegeben. So kann man die Nacht auch verbringen. Einfach in einem Haus und Schlösser knacken. Eine Tresore. Jetzt hat er mich gehört. Kannst du aus Höhen von bis zu 15 Meter fallen ohne Schaden. Na guck. Und ein selbstgebautes Maschinengewehr Stufe 3. Das ist auf jeden Fall nicht zu verachten. So, für den Fall, dass mir jetzt hier irgendwer gleich zu nahe kommt. Was haben wir noch? Ich könnte noch was essen. Muss ich eh. Und das kann ich zerlegen. Prima. Alles mitgekriegt. Ich verabschiede mich dann mal von meinem Geheimversteck für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, abonniert auch gerne meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also bis dann. Eure Bora.